We've been waiting for this all season long. The finale, the title decider, under the lights here in Abu Dhabi. It's lights out, away we go. Hallöchen, liebe Leute, danke fürs Zusehen von einer weiteren Folge. Wir haben uns gestern, also heute Nacht, heute Morgen bei euch, sorry, haben wir uns qualifiziert für die Champions-Klasse. Gott sei Dank, wir haben es ja letzte Woche nicht geschafft gehabt und diese Woche sind wir wieder dabei. Die ersten vier Rennen, Leute, bin ich schon gefahren. Ich blende euch links und rechts, ich denke mal eher links, blende ich euch die Ergebnisse ein von unseren zweiten, dritten und vierten Rennen und wir fahren hier zusammen, machen wir hier die letzten vier Rennen. Wir gucken uns mal die Tabelle an. Wir gucken uns mal die Liste hier an von den Gegnern. Wir hatten wie auch schon vorher, die ganzen Wochen haben wir immer diesen Rayone ganz, ganz weit oben. Dann Daft, den hatten wir schon in der Qualifikationsrunde, wie ihr auch wisst. Und ja, es ist ganz, ganz hart, um irgendwie ansatzweise in die Top 10 reinzukommen hier. Brauchen wir mehr wie 300 Punkte und das ist aktuell mit dem Setup, was wir hier benutzen, nicht möglich. Definitiv nicht. Allerdings hoffen wir, dass wir uns ungefähr hier so platzieren. Das wäre auf jeden Fall nice. Das wäre sehr, sehr schön. Und ja, wie gesagt, vier Rennen haben wir gemacht. 125 Punkte haben wir erreicht. Wir machen jetzt zusammen die letzten vier Rennen, Leute. Und ja, lass uns mal mit Montreal starten. Ich hoffe, ihr habt das Rennen auch gesehen heute. Was für ein Riesenfehler Ferrari da gemacht hat. Auch mit dem Boxenstopp etc. Ihr habt selber gesehen, dass in Ungarn die harten Reifen eigentlich für jedes Team eigentlich ein Problem da war. Und deshalb werden wir definitiv in Ungarn nicht mit harten Reifen rausfahren. Bin ich auch nicht in der ersten Runde bin ich auch nicht auf hart rausgekommen. Von daher mache ich mir da gar keinen Kopf. Ich fahre da immer auf Soft und auf Medium. Und wir werden mal auch eine andere Strategie im letzten Rennen benutzen für Ungarn. Werden mal sehen, wir sind ja da immer mit einem Overcut gefahren und werden mal eventuell sogar einen Undercut machen im letzten Rennen. Aber wir sind jetzt erstmal hier in Montreal, Gegner haben wir gefunden, Qualifikation wie immer, ja, 15 und 17, unser Gegner hat sich ein bisschen weiter vorne platziert und hier in Montreal werden wir auch einen Undercut machen mit unserem zweiten Fahrer. Wir werden hier als Boosts werden wir hier benutzen, tödlich schnell mit Max Verstappen. Und mit George Russell benutzen wir Abtrieb. So, beide auf Softs raus. Wie gesagt, ein Fahrer wird einen Undercut machen. Der andere Fahrer geht auf eine 4-4. Das wäre dann Max Verstappen. Und ja, hoffen wir auf einen guten Start. Wir hoffen natürlich auf gute Platzierungen hier direkt. Los geht's. So, die Perspektive hier wie immer. Oh, sehr, sehr schön hier, Max. Geht nach vorne, tut direkt den Gegner überholen, sehr, sehr schön, gehen direkt in Führung, so muss das auch sein. So, jetzt können wir hier runter vom Gas, versuchen einen Gap aufzumachen. Schön Abstand, auf der Geraden können wir Gas geben mit Max, der hat nämlich hier tödlich schnell, müssten eigentlich Valtteri Bottas hier auf Hard, müssten wir klären und zwar jetzt. Jawohl, sehr, sehr gut. So, wieder ein bisschen runter vom Gas. Wir haben jetzt vor uns hier Medium und dann nochmal ein auf Hard. Das heißt, wir werden da jetzt erstmal ein bisschen stecken bleiben. Hier wieder ein bisschen Gas geben mit Max. Russell hat hier eine Position leider abgeben müssen. Aber alles entspannt, die holen wir uns ja nämlich jetzt wieder. Haben jetzt ein bisschen Platz nach vorne, können jetzt auch ein bisschen Gas geben hier wieder mit Max. Versuchen jetzt mit George. Aber ihr seht selber, es ist verdammt eng. Also da irgendwie eine Platzierung zu machen, das ist nicht so leicht, nicht so leicht. Wir werden auf jeden Fall George Russell hier pitten. Undercut muss gemacht werden. Versuchen jetzt hier ein bisschen enger ranzukommen. Jawohl, haben wir nochmal unseren Platz wieder geholt. Platz 15, sehr, sehr gut. So, unser Gegner hinter uns auf Medium, natürlich hier ordentlich am Drücken. George Russell gibt jetzt hier Vollgas.
kommt in die Pits, wird nicht gestört, kein Mensch ist in den Pits. Es kommen ein paar Leute jetzt hinter mir rein. Schnell raus, schnell raus. Haben nicht so viel Stau. Versuchen hier den Gegner hinter uns zu lassen. Und jetzt hoffen wir auf Russell, dass er wenigstens ein paar Platzierungen macht. Ach, da überholt uns sogar noch Charles Leclerc hier, bevor wir in die Boxengasse eingehen. Naja. So, jetzt komm, Russell. Was ist denn los hier? Ja, bleibt einfach hängen. Ja, wir sehen selber. Ja, war mir klar. Ist jemand auf Hart? Ist Albon? Positioniert sich sogar jetzt auch noch vor unserem Max Verstappen. Wir lassen Max Verstappen jetzt mal durch. Werden hier geblockt. Das ist unverständlich. Also ich verstehe das nicht. Wie wir hier geblockt werden können von jemandem, der auf Hart fährt. Nur noch einer wie Albon. So, jetzt muss er überholen. Jetzt, jawohl, und weg ist er. Sehr, sehr langsam in den Kurven. Sehr, sehr langsam in den Kurven. Das ist... So, Russell. Müssen wir versuchen, jetzt auch hier ein Gap aufzumachen. Ich weiß nicht, wie der Gegner es da geschafft hat, jetzt plötzlich hier auf Platz 8 zu kommen. Das ist unglaublich, wirklich. Also, eieiei. Fahren ja auf Vollboost, aber ihr seht selber, es passiert einfach nichts. Jetzt hat er ihn geknackt, sehr gut. Müssen hier noch irgendwelche Leute rein. Eventuell Yuki. Yuki Tsunoda muss rein. Unser Gegner schafft es sogar auf Platz 7. Ja, unbelievable, wirklich. Meine Hoffnung besteht bei Max Verstappen, dass er hier noch aus diesem Stau herauskommt. Das ist einfach alles zu eng. Das macht einfach alles gar keinen Sinn hier. Wirklich. Die Bots, das ist nämlich so ein Problem, dass die Bots nämlich auf regulär fahren. Und das macht uns dann natürlich das Leben hier sehr, sehr kompliziert. Um auch natürlich zu überholen. Weil halt, wie gesagt, der Bot auf regulär fährt. Deswegen besteht auch für uns gar keine Chance hier mit Boost oder irgendetwas hier. Der George Russell ist einfach da hinten am Hängen bleiben. Ja. Leclerc jetzt mit einem Motorschaden, hat das Auto noch nicht mal repariert. Schaut euch das mal an. Ja, verlieren sogar noch eine Position mit Russell, also hier Kanada. Ja, was soll ich sagen? Absolute Katastrophe. Ja, willkommen in Montreal. 23 Punkte, immerhin. Besser wie nichts. Allerdings nicht ausreichend, um auf unsere 250 Punkte zu kommen. Wir springen direkt ins nächste Rennen. Willkommen in Japan. Gleicher Gegner. Das ist einer meiner Strecken, die ich auf jeden Fall mag. Wir haben ja gestern schon eine Qualifikation gesehen. Sah ja gar nicht so schlecht aus. Sind da eigentlich recht gutes Quali gefahren in Japan. Und auch ein gutes Rennen. Von daher werden wir jetzt mal gucken. Gegner liegt natürlich wieder vorne. 15 und 17 fahren wir wieder. So, Max Verstappen kommt raus mit Softs. Kriegt auch wieder ein Boost diesmal. Wir geben ihm ewiges Feuer. Und für George Russell brauchen wir Abtrieb. Ja, Abtrieb und ewiges Feuer. Ich denke mal, das sollte ausreichen. Los geht's. Hoffen wir wieder auf einen guten Start. Auf nicht so viel Stau in der Boxengasse. Vor uns hier viele Leute. Der Gegner selbst kommt auf Hard. Und auf Medium. Hard und Soft, sorry. Und haben auch vor uns reichlich Leute hier auf Medium und auf Hard. Sehr, sehr eng hier beim Start, wie immer. Eine Position konnten wir schon mal klären. So, und runter vom Gas mit beiden. So, erstmal zurechtfinden hier. Gegner bleibt noch auf Vollpush hier mit Soft Tires. Sollte dann auch heißen, dass er dann eventuell sogar eine zwei Runden macht und dann kommt er in die Pits. Schauen wir uns mal an. Jo. Müssen mit George Russell auch einen kleinen Gap öffnen. Müssen versuchen, Position natürlich zu halten, nicht überholt zu werden. Reifenverbrauch sieht aber okay aus. Sieht gut aus. Machen wir eine 3-4 mit Max und mit Russell machen wir eine 4-3.
werden dann mal gucken, ob wir mit Russell auch eventuell dann Softies kommen. Max Verstappen sollte hier ein paar Positionen machen. Ach, mein Gott. Mein Gott. Habt ihr das gesehen? Mein Gott. Oh, jei. Holen uns eine Position wieder. Ja, jetzt. Es kommt keiner rein. Wir können hier mit Max ein bisschen Gas geben. Wir müssen jetzt versuchen, auch Positionen hier zu machen. Weil sonst wird das hier nichts. Russell hat jetzt hinter sich genug Platz. Sehr, sehr schön. Kann dann auch die letzte Runde auch dann Vollgas geben. Wir kommen hier mit Max überhaupt nicht voran. Ist einfach ärgerlich. Einfach ärgerlich. Hier nochmal Gas und dann sogar noch teilweise. Wir verlieren sogar fast die Position, wenn wir hier Gas geben. Unten in der Kurve. So, Max Verstappen kommt jetzt rein. Russell kann jetzt Gas geben für die Runde. Und das macht er auch. Zischen jetzt auch ein bisschen. Jawohl, jawohl, komm, den müssen wir auch noch klären hier. Den Alpha. Tja, das ist unglaublich, ey. Unglaublich. Läuft nicht ganz so, wie wir es möchten. Sagen wir mal so. Läuft nicht so gut. Wir kommen mit Russell, kommen wir auf Softs raus. Wir müssen auf Softs rauskommen. Wir müssen hier noch ein paar Positionen machen. Der Gegner, wie wir sehen hier, Max Verstappen, ist auf Softs gekommen. Das heißt für uns, der muss auf jeden Fall noch mal pitten. Also ist das eigentlich was Gutes. Macht dann so gesehen eine 3-3-1 oder fährt sogar eine 3-2-1. So, George Russell kommt gut raus. Max Verstappen hat auch noch mal ein paar Plätze hier. Hat noch mal die Leute überholt, die in die Pits gekommen sind. Müssen gleich aber wieder mit Russell runter vom Gas. Was wir vielleicht hier eventuell Platz 13 machen können. Tja, verlieren wir sogar noch. Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Wenn die Boosts nicht packen, Leute, dann haben wir keine Chance hier. Und keine Ahnung, was hier mit der Spielmechanik manchmal los ist. Das ist aber, ihr seht ja selber, mit ewigem Feuer auf Medium Reifen, Platz 17 fährt einfach uns davon. Das ist unglaublich. Die können ja nicht alle auf Vollboost sein, das ist ja unmöglich. So, hier machen wir nochmal ein Plätzchen. Wie schon gesagt, unser Max Verstappen muss jetzt nach dieser Runde hier pitten. Normalerweise sollte ich mit Russell ihn ein bisschen blocken, sodass wir ihm nicht mal die Chance geben. So, jetzt komm. Max Verstappen muss, jawohl. Kevin Magnussen geklärt, sehr gut. Hier wieder ein bisschen Gas geben. Der Gegner hat uns überholt hier, wie wir sehen. Können aber jetzt auch wieder Gas geben mit Russell. So, es kommen ein paar Leute in die Pits. Der Gegner mit Leclerc macht natürlich jetzt wieder einen Platz gut. Eventuell sogar zwei. Jetzt Gas geben. Gegner kommt rein. So. Ja. Sieht nicht gut aus. Sieht echt nicht gut aus hier. Auch wieder einfach zu wenig Punkte hier. Gehen zwei in Führung. Allerdings denke ich mal nicht, dass das lange anhält. Haben jetzt noch ein Plätzchen hier gemacht mit George. Oh, da leidet nämlich unser Gegner auch noch an einem Defekt, wie wir sehen. Hier hat Charles Leclerc das Auto nicht repariert und wir überholen ihn. Machen wir auch noch Platz 10? Jawohl, machen wir. Sehr, sehr schön von George Russell. Gute Arbeit. Max Verstappen 15. Undercut. War nicht unbedingt das Beste. Da hätte man eventuell sogar auch auf harte Reifen fahren können. Allerdings ist das nicht so mein Style, wie ihr wisst. 25 Punkte in Japan. Nicht zufrieden. Überhaupt nicht zufrieden. Willkommen in Spielberg. Willkommen in Österreich. Gegner ist mal ein anderer. Hat über 1600 Punkte. Teampunkte. Ja, hoffen wir, dass wir so eine gute Leistung fahren wie gestern. Nicht einer meiner Lieblingscircuits hier, Spielberg, aber wir haben gestern, aber ich glaube, wir haben hier über 30 Punkte eingefahren. Und ja, lass uns hoffen, dass wir das jetzt wiederholen hier. 16 und 17 Qualifying. Der Gegner natürlich besser. Wir werden hier mit einem Overcut arbeiten, Einbox-Strategie. Lassen Max Verstappen mit tödlich schnell kommen. Und George Russell lassen wir auf Holzfäller kommen, diesmal. Oder wechseln, ne, lassen wir auf Holzfäller kommen.
alles okay? Ja, Abtrieb. Ich brauche Abtrieb. Ich brauche Abtrieb. Wir brauchen hier Reifen. Brauchen wir hier. So. Und los geht's. Lass uns hoffen auf ein gutes Rennen. Auf einen guten Start. Dass wir gut wegkommen. Wie sieht es denn hier vorne aus? Ja, gemischt. Gemischtes Feld. Max Verstappen verliert direkt, aber holt sich direkt wieder auch die Plätze wieder. Nicht unbedingt der gute Start, aber passt. So, beschleunigen wir hier oben hin. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Eieiei. Ja, sehr gut. Seht ihr selber, wir gehen auf Vollgas und verlieren Plätze. Dann gehen wir runter auf Verteidigen und machen sogar noch Plätze gut. Also, naja, muss man nicht verstehen. Nur hier mit Max jetzt ein bisschen Gas geben wieder und runter vom Gas. Ein bisschen Gas geben hier. Versuchen hier ein bisschen Abstand zu gewinnen. Zu George Russell. Wen haben wir denn hier vor uns? Wir haben vor uns hier ein Soft, dann wieder Medium. Das wäre dann unser Gegner. Können hier wieder ein bisschen Gas geben. Natürlich Position behalten. Ja, wir entspannen uns. Brauchen wir gar nicht hier so viel zu pushen. Es ist sehr, sehr eng, wie wir sehen. Einfach Position halten und hoffen, dass der ein oder andere auch einen Fehler macht. So, geben wir jetzt mit beiden hier Gas. Ist einfach zu eng. Max Verstappen kann hier keine Plätze machen. Ist eigentlich unmöglich. So, der Gegner geht wieder in Führung. Können gleich auch mit George Russell, können wir gleich Vollgas geben. Wir geben jetzt hier mit Max Verstappen schon Gas. Und jetzt mit George Russell hier. Genau, jetzt müssten da ein paar Leute reinkommen und das ist dann die Chance für George, um jetzt auch unseren Rivalen anzugreifen. Komm schon, raus. Ja, katastrophaler Boxenstopp. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Sehr, sehr eng da vorne alles, wie wir auch sehen jetzt. Wird nicht leicht, hier zu überholen. Russell kommt gut rein. Kommt auch gut, fast gut raus. Wir haben uns zu früh gefreut. Wir müssen runter vom Gas mit Max. Können jetzt pushen hier mit George eine Runde. Unser Gegner auf Hart muss jetzt auch noch rein. Das, ihr seht, das ist zu lange. Er bleibt zu lange draußen mit harten Reifen, das ist nicht unbedingt empfehlenswert. Wir bleiben hier stecken, weil die Idioten hier vor uns hier einfach nicht klarkommen. Hier, ja? Pierre Gasly und der andere Idiot da vorne. Eieiei. So wird es echt schwer, gute Punkte zu erzielen hier. Wir hoffen, dass kommt noch jemand rein. Ja, die 15 muss noch rein, die 14 muss noch rein. Also es müssen noch ein paar Leute hier vor uns rein und das ist gut. Damit sichern wir uns noch ein paar Plätze. George Russell ist super Arbeit, was er hier macht gerade. Überholt hier einen nach dem anderen auf seinen Softies. Liegen zwar in Führung, allerdings sind die Punkte nicht gut. So, jetzt können wir Gas geben hier mit George. Wir bleiben einfach hängen, ja. Wir bleiben einfach hängen. Das ist unglaublich hier. Komm, jawohl. Und jetzt Vollgas. Wir werden auch noch von unserem Gegner überholt hier. Wir versuchen mit Russell noch. Komm, Platz 6. Sehr schön. Da haben wir den Punkt wieder gut gemacht. George Russell landet sogar noch am Ende auf Platz 6. Sehr gute Leistung hier. Wir verlieren mit Max Verstappen sogar noch Platz 15. Ja, Katastrophe. Es ist immer ein Fahrer, der uns dann so gesehen die Punkte klaut. Ja, hier 28 Punkte haben wir gemacht. Immerhin. Ah, ja. Die Rennen davor waren auf jeden Fall besser. Erst recht England, ja, Silverstone bei Regen. Das ist einfach geil. Wenn man da die richtigen Boosts benutzt, dann ja,
macht man auf jeden Fall auch die Punkte. So, wir springen ins letzte Rennen. So, willkommen in Ungarn. Letztes Rennen für heute. Trocken. Sehr, sehr schade. Ich hätte mir gewünscht, dass es regnet. Allerdings ist das nicht der Fall. Gegner ist auch, hat genau 100 Teampunkte mehr. German Stars. Also auch jemand hier aus Deutschland. Vielleicht ist derjenige auch dabei und watch und guckt gerade dabei zu. Und ja, lass uns hoffen. Lass uns hoffen auf einen guten Start hier. Lass uns gut wegkommen. Wir fahren mit ewiges Feuer und mit Holzfäller. Fahren wir das letzte Rennen. Und ja, wir probieren mal was ganz Neues aus, mal was ganz anderes hier in Ungarn. Ungarn ist immer sehr, sehr schwer. Wir haben es heute auch gesehen bei uns in den richtigen realen Rennen. Ihr habt aber gesehen, dass es nicht so leicht ist, hier zu überholen. Im Spiel ist es genauso. Hoffen auf einen guten Start. So. Wir müssen hier gut wegkommen. Oh, Gegner verliert in der ersten Kurve schon. Sehr, sehr gut. So, wir können jetzt hier runter vom Gas. Platz 11 und Platz 13. Sieht sehr, sehr gut aus. Wie gesagt, werden mit einem Fahrer einen Undercut machen. Haben jetzt hier Leute vor uns, die bleiben auf jeden Fall ein bisschen länger drin. Und lass uns hoffen, dass wir reichlich Platz haben, wenn wir dann pitten. Max Verstappen vernascht jetzt auch hier den Gegner nochmal hier in der Ecke. Sehr, sehr schön. Platz 9 wäre auch super. Dankeschön. Vielen Dank. So, da können wir jetzt erstmal bleiben mit Max. Und er geht dann auf lang. Und Russell wird, wie schon gesagt, den Undercut machen. Also können wir jetzt auch mit ihm ein bisschen beschleunigen. Jawohl, Platz 12 haben wir auch geklärt. Gehen wieder ein bisschen runter vom Gas. Kommen mit George Russell nach dieser Runde in die Pits. Werden ihn auf Medium. Auto natürlich vollständig reparieren. Und dann geht er auf 5 Runden. Schön lang. Hier jetzt nochmal Gas geben mit beiden. Gucken, ob jemand hier in die Pits kommt. Vorne, da ist keiner, der in die Pits kommt. Einer, glaube ich. Nein, keiner. Sehr, sehr schön. Das heißt, die Pits sind allein, ist leer für uns. Ich bin jetzt auch am Überlegen, weil Verstappen macht eigentlich gute Arbeit auf Softs. Ja? Ihn jetzt zu riskieren, um eventuell sogar auf Mediums zu gehen. Wir gehen nochmal auf Softs. Wir haben vor uns hier natürlich die ganzen Leute, die noch alle pitten müssen hier mit George. So, jetzt Gas. Jetzt Gas, 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 Gas. Gegner bleibt noch drin, der macht so gesehen, einen geht er auf lang. So, unser Verstappen kommt raus. Jawohl. Sehr schön. Gehen runter vom Gas mit beiden. Gucken wir uns mal an, was jetzt hier vorne noch passiert. Also zwischen uns, die Leute müssen pitten, hier vorne müssen einige pitten. Also komplett, die ganze vordere Reihe muss jetzt rein. Auch natürlich unser Rivale, der auf Platz 8 ist. Und wir können jetzt hier Gas geben und hoffen natürlich auf ein paar Überholungen, so wie das jetzt auch hier Max gemacht hat. Sehr, sehr schön. Ja, sieht doch sehr, sehr gut aus. Der Undercut ist auf jeden Fall empfehlenswert hier. Gehen jetzt hier runter vom Gas mit beiden wieder. Wen haben wir denn hier vor uns? So, wir haben vor uns noch Daniel Ricciardo auf 8, dann auf 4 und auf 5. Perez und Russell und Leclerc müssen auch noch rein auf 3. Die kriegen wir allerdings nicht. Ich glaube nicht, dass wir so schnell sind. So, jetzt nochmal Gas geben. Hier, der Gegner ist natürlich hinter uns, macht natürlich Druck. So, jetzt kommt Max, jawohl. Da haben wir jetzt den Mercedes vor uns, der uns ein bisschen blockiert hat. Und so wie es aussieht, macht Russell, oh, super, Russell macht einfach mal eben 2 Plätze in einer Kurve, perfekt. Platz 7 und Platz 9, jetzt müssen wir geduldig sein und Position halten. Russell hat da zu kämpfen, natürlich. Unser Gegner hinter uns jetzt hier mit Softies, das wird nicht so leicht, ihn hier die Position muss verteidigen, ja, sehr, sehr gut, verteidigen.
Und Verstappen, das war eine gute Idee, ihn so gesehen nochmal auf Softs zu bringen. Fahren im Moment 34 Punkte ein, aber ich denke mal, wir werden einen Platz verlieren. Da, den haben wir jetzt gerade verloren, also 33 Punkte machen wir. Aber trotzdem alles entspannt, versuchen natürlich nicht überholt zu werden hier. Warum auch immer die Jungs auf einmal so schnell sind. Stroll hat ein Problem, das heißt, wir werden auf jeden Fall gewinnen. Sorry, Leute. Also gegen unseren Rivalen haben wir erfolgreich. Sehr, sehr gut. 33 Punkte. Haben 201 Punkte, dann kommen wir jetzt auf 234 Punkte. Sind ein bisschen schlechter wie unseren Qualifying. In unserem Qualifying haben wir 249 gemacht. Hier 234. Bin eigentlich so zufrieden. Ist okay. Hauptsache, wir haben es ins Finale geschafft. So, gucken wir uns nochmal das. Und so mal die Fahrer an, die Boxenstrategie natürlich hier 5 und 3. Wenn man vorne mitarbeitet, wenn man vorne mitspielt, kann man auch so fahren. Aber wenn man aus dem Mittelfeld anfängt, so wie bei mir, oder teilweise schon vom Ende, dann ist es nicht so leicht. Fahrer besser wie unsere, Lando Norris und Lance Stroll. Auto, er fährt mit Mirage. Ja, kann man auch machen, aber ihr habt selber gesehen, hat nicht viel gemacht. Ja. Strategie war ja auch ein bisschen anders. Hier eine 5-3 und eine 4-4 ist eigentlich genauso. Er hat einen Overcut gemacht, was okay war. Wir sind mit unserem Undercut dann zwei Positionen hinter ihm gewesen. Auch eigentlich entspannt. Ziemlich gut. Ja, bin eigentlich so recht zufrieden. Gucken wir uns mal an, wo wir in der Tabelle sind. So, wir haben insgesamt 69 Leute hier jetzt in der Finalrunde. Wir haben uns hier positioniert mit 234 Punkten. Das sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Also hier, Platz 39 wird uns noch überholen, Platz 40. Platz 42 nicht unbedingt. Der schafft es nämlich nicht mehr. Ja, sieht gut aus. Sieht doch okay aus. Ich hoffe, dass wir uns irgendwo hier so Platz 50 um den Dreh, Platz 40 bis Platz 50, dass wir es da beenden. Das wäre auf jeden Fall super. Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn ihr bis hierhin noch zugehört habt oder wenn ihr noch da seid, vergesst nicht, den Channel zu abonnieren. Vergesst mir nicht, ein Like da zu lassen. Lasst uns ein bisschen Content pushen, wie immer. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, wenn ihr noch eure Finalrunde fahren solltet. Und wenn ihr die schon gefahren seid, dann hoffe ich, dass ihr die erfolgreich abgeschlossen habt. Wir sehen uns morgen mit den Belohnungen und natürlich auch mit einer neuen Folge. Nächste Woche werde ich ein paar Videos hochladen. Und zwar in Serie 12, zu jeder Strecke wird es dann ein Video geben mit der Strategie. Also bleibt dran und wir sehen uns sehr, sehr bald wieder. Bis die Tage. Ciao.